Warum geben wir uns zur Begrüßung die Hand? Warum benutzen wir Servietten beim Essen und nicht unseren Ärmel? Warum haben wir nicht Sex in öffentlichen Parks? Um diese Fragen geht es in Norbert Elias berühmter Schrift über den Prozess der Zivilisation. Im heutigen Video stelle ich euch seine wichtigsten Thesen zu Kultur, Zivilisiertheit, Sitten und Triebverzicht vor. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute geht es also weiter mit unserem Thema des Monats April, Zivilisation und Kultur, nachdem wir uns letzte Woche ja Sigmund Freuds Unbehagen in der Kultur angesehen haben. Und in den nächsten Wochen geht es dann noch um die Frage, warum Gesellschaften untergehen, warum sie entstehen und ob es einen Kampf der Kulturen gibt. Unterstützen könnt ihr das Ganze auf Patreon, ab 1 Euro im Monat. Ihr könnt die Themen der nächsten Wochen und der nächsten Monate mitbestimmen und ihr bekommt einige exklusive Videos. Also, warum leben wir so, wie wir leben? Warum ist unsere Gesellschaft zu dem geworden, was sie heute ist? Norbert Elias hat 1939 versucht, in seinem Buch über den Prozess der Zivilisation, einem der bedeutendsten Werke der Soziologie, darauf Antworten zu geben. Zivilisation ist ein Prozess. Wenn wir uns die Gesellschaft angucken, dann beschreiben wir oft den Ist-Zustand. Wir betrachten ein einzelnes Phänomen und sagen, unsere Gesellschaft ist so und so. Unsere Gesellschaft ist materialistisch, konsumistisch, kapitalistisch, sozialistisch, patriarchalisch und so weiter. Aber ein Blick in die Geschichte zeigt uns natürlich, dass es nicht immer so war. Gesellschaften sind vor allem Entwicklungsprozesse. Und die entscheidende Frage lautet für Norbert Elias, wie und warum ist unsere hoch ausdifferenzierte Gesellschaft heute zu dem geworden, was sie ist? Und zugleich die Frage, warum verhalten wir uns so, wie wir es tun? Und darum begreift Elias Zivilisation auch als Prozess, eher im Sinne einer Zivilisierung der Menschen und der Gesellschaft. Zivilisation und Kultur. Was ist eigentlich Zivilisation und was ist der Unterschied zwischen Zivilisation und Kultur? Wenn wir zivilisiert sagen, dann meinen wir meist damit das Gegenteil von primitiv oder barbarisch. Wir schreiben primitiven Völkern Verhaltensweisen zu, die wir bei zivilisierten Völkern nicht erwarten würden. Weil wir das und das nicht machen, zum Beispiel mit den Fingern essen, sind wir zivilisiert. Und das Abendland wollte sich immer wieder gerne unterscheiden von dem, was nicht das Abendland ist, um sich selbst besser davon abgrenzen zu können, sich selbst verstehen zu können auch. Dabei gibt es einen Unterschied im Sprachgebrauch zwischen den einzelnen Ländern, was Zivilisation und Kultur angeht. Im Französischen bezeichnet Civilisation sowohl den Fortschritt des gesamten Abendlandes, wie auch die Leistungen der eigenen Nation. Im Deutschen aber bezeichnet Zivilisation die äußeren Sitten und Kultur nennen wir die Eigenarten der eigenen Gesellschaft oder eigenen Nation. Die deutsche Kultur im Gegensatz zur französischen zum Beispiel und auch zur französischen Zivilisiertheit. Mit diesem Gegensatz haben vor allem konservative Theoretiker im 20. Jahrhundert immer wieder polemisiert. Was die Franzosen haben, das ist nur oberflächliche Zivilisiertheit, das ist nur äußere Höflichkeit, anerzogene Manieren. Aber das deutsche Bürgertum hat dagegen wahre innerliche Kultur tief empfunden. Auch Thomas Mann hat diese Dichotomie aufgestellt in Betrachtungen eines Unpolitischen. Deutsche Tiefe, deutsche Innerlichkeit stünde der westlichen Zivilisiertheit gegenüber. Die Tiefe des Gefühls, die Musik, natürlich vor allem Bach und Wagner, geistige Bildung, Innerlichkeit, das ist es eben, die wahre Kultur. Kultur ist etwas für die Seele, während Zivilisation nur das äußere Verhalten beschreibt. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Offenheit werden dann als Eigenheiten des deutschen Nationalcharakters gesehen, in Abgrenzung zur Höflichkeit der Franzosen, die eben äußerlich ist und auch die ehrlichen Empfindungen des Menschen gegenüber seinen Mitmenschen eher verdeckt. Das ist ihre Funktion, das zu verstecken, weil man eben so besser zusammenleben kann. Da sagt man sich dann auch schon mal, ich wünsche Ihnen einen guten Appetit, Monsieur. Auch wenn man eigentlich hofft, der Typ würde an seinem Essen ersticken. Die Schamgrenze verschiebt sich. Zivilisation, Zivilisiertheit hat also damit zu tun, ob man sich gesittet benimmt. Und dazu muss man wissen, was Sitte ist, was sich ziemt, was man tut und was man lieber lässt, wenn man nicht total aus der Gesellschaft herausfallen will. Es gibt Menschen, die in unserer Gesellschaft sich nicht an die unausgesprochenen Verhaltensregeln halten, an die Normen. Und das
sind dann entweder Kinder oder ganz alte, ganz senile Menschen, irre oder Künstler. Denen gesteht man das gerade noch zu, aber alle anderen sagen bitte nicht einfach, was sie denken. Alle anderen halten sich bitte die Hand vor den Mund beim Gähnen oder warten beim Essen darauf, dass jeder etwas auf dem Tisch stehen hat. Das ist das normale Verhalten. Und wenn wir diese Sittenregeln durchbrechen, ist uns das meistens selber peinlich, fast aber immer den anderen ist es peinlich. Wenn man in einer kultivierten Abendgesellschaft zum Beispiel laut furzt, dann läuft man rot an oder versucht es geschickt zu verbergen, dass man das war. Aber was als peinlich gilt, verändert sich mit der Zeit. Gähnen, furzen, nackt sein galt nicht immer gleichermaßen als peinlich. Im späten Mittelalter zum Beispiel sagt Elias, gehörte der Furz sozusagen zum guten Ton. Und laut Erasmus von Rotterdam war es durchaus noch üblich, sich bei Tisch mit den Fingern die Nase zu schneuzen, zu schmatzen, die Ellbogen auf den Tisch zu legen, sich die Finger abzulecken, was heute eben ja kaum noch geht, oder auch bei Tisch einzuschlafen, das war üblich. Das zeigt, Zivilisation ist ein Prozess. Was peinlich ist, ist keine feste Größe, sondern unterliegt einem ständigen Wandel. Wir sehen jetzt auf die barbarischen Verhältnisse von vor 1000 Jahren hinab und würden uns schämen, wenn wir so handeln würden. Und dann heißt es, wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. Aber es könnte dann natürlich auch sein, dass die Menschen in 1000 Jahren oder auch in 100 Jahren sich genauso schämen für unser Verhalten, wie wir uns schämen für das Verhalten der Leute im Mittelalter. Und dann, dass man dann sagt, was, die haben sich damals wirklich die Hände geschüttelt zur Begrüßung? Wildfremde Menschen, wie ekelhaft ist das denn? Könnte sein. Im Mittelalter hatten die Menschen ein geringeres Schamgefühl, sagt Elias. Beim Übergang zur Neuzeit setzte dann eine zunehmende Selbstkontrolle der Menschen ein. Die Menschen beobachteten sich genauer und einander genauer und entwickelten ein feineres Gespür für das, was in den anderen vorging. Die soziale Kontrolle, der Zwang, den die Menschen aufeinander ausgeübt haben, wurde immer stärker. Die Forderung nach gutem Benehmen wurde immer lauter. Benimm dich. Aber dieser Zwang, der wird natürlich von den einzelnen Menschen verinnerlicht. Man empfindet es selber als peinlich und nicht, weil andere das als peinlich empfinden. Elias schreibt, die durch gesellschaftliche Sanktionen gestützten Verbote werden dem Individuum als Selbstzwänge angezüchtet. Der Zwang zur Zurückhaltung von Triebäußerungen, die soziogene Scham, die sie umgibt, werden ihm so zur Gewohnheit gemacht, dass er sich ihrer nicht einmal erwehren kann, wenn er allein, wenn er im intimen Raum ist. Um das zu erreichen, muss man auf das Kind natürlich Druck ausüben. Man muss ihm sogar Angst machen. Niemals gelangt der Heranwachsende zu einer Regelung seines Verhaltens ohne die Erzeugung von Angst durch andere Menschen. Sitten als Distinktionsmerkmal. Warum gibt es überhaupt Sitten und warum verändern sie sich? Die Oberschicht verspürt stets das Bedürfnis, sich nach unten abzugrenzen. Man will zeigen, dass man nicht so ist wie der Pöbel. Und darum beginnt man mit Gabel und Messer zu essen. Der Pöbel isst mit den Fingern. Aber die Mittelschicht will dann natürlich auch nach oben oder so tun. Und indem sie die Sitten der Oberschicht nachahmt, behauptet die Mittelschicht, sie würde dazugehören. Das will natürlich die Oberschicht wiederum nicht und erfindet dann neue Sitten als neue Distinktionsmerkmale von der Mittelschicht. Dann braucht man eben nicht nur Gabel und Messer, sondern man braucht Gabel und Messer aus Silber, um sich vom Pöbel abzugrenzen. Die Aristokratie wird gezwungen oder getrieben zu einer ständigen Verfeinerung ihrer Sitten und Verhaltensweisen. Das heißt, die Peinlichkeitsschwelle rückt immer weiter vor. Irgendwann ist es dann nicht mehr nur peinlich, ohne Besteck zu essen, sondern es ist dann irgendwann auch schon peinlich, ohne Serviette zu essen. Und irgendwann ist es dann auch peinlich, eben nur noch mit einer Serviette zu essen, die kein eingesticktes Monogramm hat. So wie sich die Sitten einer Kultur immer weiter verfeinern, weil sich die Oberschicht eben abgrenzen will und die Mittelschicht aber immer nachrücken will, verfeinern sich dann auch die Sitten des Individuums, vom Kind bis zum Erwachsenen. Wir wollen ab einem gewissen Alter zeigen, dass wir keine Kinder mehr sind. Und auch das ist der Prozess der Zivilisation. Triebverzicht. Lange Zeit verrichteten die Menschen ihre Bedürfnisse dort, wo sie sich gerade befanden, auf der Straße, an Mauern, in Zimmerecken. Heute gilt das eher als unziemlich und es gilt auch als unziemlich, in der Gesellschaft einzuschlafen, in die Hände zu schneuzen, zu spucken, sich die Fingernägel zu reinigen oder irgendwelche Körperteile zu entblößen. Das war aber früher nicht so.
Wer heute in der Öffentlichkeit auf den Boden spuckt, der bekennt damit ziemlich deutlich, dass er nicht zur Oberschicht gehören möchte. Man müsste sich das nur mal so vorstellen, eine etwas feinere Gesellschaft, in der Pause in einer Oper zum Beispiel. Man steht bei Sekt und Hors d'oeuvre zusammen und unterhält sich über Carmen und einer spuckt einfach auf den Boden. Das geht in unserem Kopf irgendwie nicht zusammen. Und im Bereich des sexuellen Lebens war man nach Elias früher eben auch unbefangener. Die Kinder zum Beispiel haben das einfach mitgekriegt, dass Erwachsene Sex hatten. Man hat das nicht vor ihnen versteckt. Das ist eben etwas Modernes, dass man das tut. Und dann braucht man natürlich auch keinen Sexualkundeunterricht oder sexuelle Aufklärung. Erst in der Literatur des 18. Jahrhunderts begegnet man dann der Forderung, diese natürlichen Dinge im Verborgenen zu erledigen und nicht darüber zu sprechen. Es wird mit einem Tabu belegt. Langsam werden dann die körperlichen Funktionen aus dem öffentlichen Leben verdrängt und mit dem Bann des Schweigens belegt. Man spricht da auch nicht drüber. Und mit dem Fortschreiten der Zivilisation teilte sich das Leben der Menschen also immer stärker in zwei Sphären ein, in eine öffentliche Sphäre und eine intime, geheime Sphäre. Es gibt Dinge, die man nur im stillen Kämmerlein tut und Dinge, die man in der Öffentlichkeit tun darf. Triebäußerungen werden dann als tierisch empfunden. Sie werden allmählich verdrängt und mit Angst belegt, mit Scham, mit Schuldgefühlen. Gleichzeitig verlagert sich auch die Angriffslust, die Kampfeslust, die im Mittelalter in Kriegen oder bei Hinrichtungen offen zutage getreten ist, in der zivilisierten Gesellschaft auf sportliche Wettkämpfe. Wir haben dann Olympiaden oder so. Früher hat man bei öffentlichen Hinrichtungen noch beiwohnen können. Heute guckt man sich den ersten FC Köln beim Absteigen in die zweite Liga an. Das heißt aber auch, dass der Alltag in der Zivilisation langweiliger wird. Im zweiten Teil seines Buches schreibt Elias, das Leben wird in gewissem Sinne gefahrloser, aber auch affekt- und lustloser. Mindestens was die unmittelbare Äußerung des Lustverlangens angeht. Und man schafft sich für das, was im Alltag fehlt, im Traum, in Büchern und in Bildern, einen Ersatz. So beginnt der Adel, Ritterromane zu lesen, so sieht der Bürger Gewalt, Tat und Liebesleidenschaft im Film. Zusammenleben bedingt die Umgangsformen. Es gibt verfeinertere Umgangsformen, auch deshalb, weil die Menschen immer abhängiger voneinander werden. Das Zusammenleben wird immer komplexer, muss nach Regeln gestaltet werden und das ist ungefähr um das Jahr 1000 passiert, dass dann neue Märkte entstanden sind. Der Geldverkehr drängte in die Naturalwirtschaft. Neben Kriegern und Geistlichen bildete sich ein neuer Stand heraus von Handwerkern und Händlern, die dann zum Bürgertum wurden, Bevölkerungswachstum, Arbeitsteilung, Handel eben. Das Zusammenleben fiel auf engerem Raum in Städten. All das erforderte natürlich eine stärkere Regelung des Trieblebens und gleichzeitig ist auch der moderne Staat entstanden durch Gewalt. Im freien Konkurrenzkampf um Boden schluckt der stärkere Feudalherr den Schwächeren, aber je größer sein Territorium dann wird, je größer sein Monopol, desto unübersichtlicher wird natürlich die Verwaltung des Gebiets. Der Herrscher wird so von den Diensten anderer abhängig. Es bildet sich ein Herrschaftsapparat, dem immer mehr Menschen angehören und die teilen sich die Aufgaben untereinander immer differenzierter mit einer starken Hierarchie. Und jeder will in dieser Hierarchie nach oben kommen. Die Diener kämpfen dann um die Gunst des Feudalherren, um nach oben zu kommen. In diesem Wettbewerb zählt aber jetzt nicht mehr nur die Waffengewalt, sondern eben auch die besondere Umgangsform, die besondere Sitte. Und schließlich, nachdem sich die Macht auf immer mehr Personen verteilt hat, in diesem Gebiet, übernimmt das Bürgertum dann das Gewaltmonopol und aus dem privaten Herrschaftsmonopol des Feudalherren ist dann ein öffentliches Monopol geworden. Das heißt, aus dem Königreich ist dann ein moderner Staat geworden. Und das ist auch ein Prozess der Zivilisation. Das Gewaltmonopol des Staates verbannt die körperliche Gewalt dann aus der Gesellschaft und beschränkt sie auf den Krieg, die sichtbare Gewalt. Im Ergebnis ist der Einzelne vor physischer Bedrohung weitgehend geschützt, außer wenn er seine Steuern nicht zahlt. Und im Gegenzug muss er dann seine Leidenschaften zurückdrängen, muss sie zügeln. Ihm muss seine Aggressivität abtrainiert werden. Er soll lernen, die Befriedigung seiner Lüste aufzuschieben und auch zu sublimieren. Von klein auf wird er dann natürlich, wird von uns verlangt, Selbstkontrolle zu haben.
Und diese Selbstkontrolle bestimmt alles, was wir tun. Unsere animalische Natur wird domestiziert. Und nachdem sich die Europäer dann auf diese Weise zivilisiert haben, sind sie auch daran gegangen, die anderen, die fremden Gesellschaften, daran ja, zu beteiligen durch Kolonisation. Und sie haben damit begonnen, die orientalischen oder afrikanischen Menschen, wie Elias sich ausdrückt, in der Richtung des abendländischen Verhaltensstandards umzuformen. Gibt es primitive Völker? Also das bedeutet im Grunde, in den vormodernen Gesellschaften liefen die Menschen dauernd nackt durch die Gegend, hatten Sex wie die Bonobos und haben gefurzt und gerülpst und gegähnt, wie sie lustig waren. Erst in der Zivilisation, im Zuge der Zivilisierung, habe sich dann bei den Individuen eine wirksame Kontrolle der Triebe herausgebildet. Der Ethnologe Hans-Peter Dürr hat dem in den 80er Jahren übrigens eine Gegenthese entgegengestellt in seiner fünfbändigen Schrift Der Mythos vom Zivilisationsprozess. Behauptet Dürr, dass geschlechtliche Scham und Peinlichkeitsgefühle in allen Kulturen anzutreffen sind, früher wie heute. Sie sind halt nur subtiler und für uns schwerer zu erkennen. Dürr schreibt, die nackte Balinesin ist nicht wirklich nackt. Sie trägt vielmehr ein Phantomkleid, das aus dem unsichtbaren Stoff einer sozialen Konvention gewebt ist, die da heißt, Hinschauen verboten. Was also die Lady von der Balinesin unterscheidet, ist, dass die beiden auf verschiedene Art gekleidet sind. Von sexueller Freizügigkeit, gar Enthemmtheit in Stammeskulturen, kann nach Dürr überhaupt gar keine Rede sein. Diese behauptete animalische Natur der mittelalterlichen und der orientalischen oder afrikanischen Menschen, wie Elias schreibt, ist keineswegs weniger domestiziert und die Beherrschung der Triebe war und ist in Gesellschaften ohne Staat und sogar in Gesellschaften ohne Stammesverband zumindest genauso weit fortgeschritten wie bei uns. Es gab und es gibt nach Dürr auch keine schamlosen Wilden. Wir sind nur nicht in der Lage, ihre Formen der Sitte und der Schicklichkeit zu verstehen. Das war's für heute auf Kaiser TV. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Kampf der Kulturen und das berüchtigte Buch von Samuel Huntington. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wie wild oder zivilisiert ihr seid, könnt ihr natürlich beweisen auf PayPal oder Patreon. Links sind in der Beschreibung. Ich freue mich auf euer Geld. Habt einen wundervollen Tag. Bierer, die Kaiser.